Weltgipfel für nachhaltige Entwicklung, Vereinte Nationen, September 2015. Die Agenda 2030 wird verabschiedet. Sie umfasst 17 Ziele für die nachhaltige Entwicklung unseres Planeten, die sogenannten Sustainable Development Goals. Die 17 Ziele sollen Armut, Hunger und Ungleichheit beenden, den Klimawandel aufhalten, natürliche Ressourcen schonen sowie den Zugang zu Gesundheitsschutz und Bildung verbessern. Wirtschaftlicher Fortschritt soll nachhaltig werden, sozial gerecht und umweltschonend. Ein Prinzip, das sich auch Lanxess auf die Fahne geschrieben hat. Und so leistet der Konzern bereits heute wichtige Beiträge zu den Sustainable Development Goals. Unsere Maßnahmen zum Klimaschutz. Wichtig für uns und wichtig für die Umwelt. Und ein Beitrag zu Ziel 13. Seit Jahren setzt sich der Konzern neue Emissionsziele und er erreicht sie auch. Die Treibhausgasemissionen konnten seit 2007 bereits mehr als halbiert werden. Hochwertige chemische Produkte aus biobasierten Reststoffen. Das ist verantwortungsvolle Produktion. Ziel Nummer 12. Mit dem REAL-Projekt werden aus Falzspänen, die bei der Lederproduktion als Reststoff anfallen, Ledergerbstoffe zurückgewonnen. Ein Beispiel für Recycling und Kreislaufwirtschaft im Sinne von Ziel 12. Ziel 4. Hochwertige Bildung. Der wichtigste Rohstoff für eine nachhaltige Zukunft. Seit 2008 unterstützt Lanxess mit der Bildungsinitiative Schulen rund um die Standorte weltweit. Mit themenspezifischen Projektwochen, Wissenswettbewerben sowie Geld- und Sachspenden. Sauberes Wasser, Ziel 6, machen wir mit unseren Produkten möglich. Nutzbares Wasser ist einer der wertvollsten Rohstoffe überhaupt. Lanxess-Produkte beseitigen giftige oder schädliche Stoffe aus Wasser und Abwasser. Dies sind nur einige Beispiele für Lanxess Beitrag zu den Zielen. Lanxess will auch in Zukunft mit seinen Aktivitäten und Lösungen die Agenda 2030 unterstützen. Für den nachhaltigen Erfolg des Unternehmens und als Beitrag für eine nachhaltige Zukunft der Weltgemeinschaft.